Es gibt diese anderen Dinge. Wie heißen sie noch gleich? Gefühle. Ja, es gibt Gefühle, die plötzlich aufkommen, oder? Ich fühle mich ängstlich. Der Verstand kann sagen, ich habe Angst. Wenn ihr Verstand sagen würde, ich habe Angst und sie hätten aber keine, wen würde das interessieren? Ja, man fühlt Angst, oder? Es ist ein Gefühl. Nehmen Sie Ihr schönstes Erlebnis. Ja, wirklich, ja, das erste Kind zu halten, Ihr Hochzeitstag, der erste Kuss, ein Lottogewinn oder was auch immer es ist. Ja, das schönste Gefühl hier drinnen, multiplizieren Sie es mit einer Million und lassen Sie es immer so sein, außer dass es immer besser wird. Das ist möglich da drin. Das wird man Ihnen nicht beibringen. Ja, das verstehen Sie gar nicht. Es ist die Wahrheit. Es ist wirklich sehr, sehr schön da drin. Außer, dass irgendetwas dafür sorgt, dass es nicht so ist. Es ist, als würde man in ein Haus gehen, in dem überall nur Müll und Bananenschalen und Pizzareste herumliegen. Es ist ein wunderschönes Haus, das man aber nicht gepflegt hat. Es kann ein schönes Haus sein. Es braucht nur ein bisschen Arbeit. Darum machen wir ja diesen Kurs hier. Ja, wir sitzen alle im gleichen Boot. Jeder will das Gleiche. Ich möchte, dass es hier schön ist. Entschuldigen Sie, mein Herr. Ich möchte, dass es hier schön ist. Ja, Leute machen alles Mögliche, damit es da drin schön ist. Die nehmen Drogen, sie trinken, sie rennen weg, um aufregende Abenteuer zu erleben. Ja, alles aus dem gleichen Grund. Ich möchte, dass es hier drin schön ist. Ich bin hier drin und will, dass es schön ist. Die Frage ist also nicht, und ich bin nicht hier, um Ihnen beizubringen, wie man es da drin nett macht. Nein, ich bin hier, um Sie zu fragen, warum es nicht schön ist. Denn wenn Sie die Ursache beseitigen, werden Sie feststellen, dass es dort drin wirklich schön ist. Ich sage also nicht, hier ist es nicht schön, übertünchen wir es mit etwas, damit Sie sich ein bisschen besser fühlen. Ja, so machen das ja fast alle da draußen. Dinge finden, mit denen ich mich besser fühle. Ich möchte wissen, warum Sie sich nicht gut fühlen. Ich möchte immer wissen, warum es dort nicht schön ist. Die Ausgangsposition ist also, wieder zu verstehen, dass ich hier drin bin. Ich kann nicht sagen, ob ich nett bin oder nicht. Ich bin einfach hier drin. Ich bin das Bewusstsein, das sich gewahr ist, ob ich nett bin oder nicht. Okay, ich bin hier drin. Die Sache ist also die, dass hier drin zu sein manchmal schön ist und manchmal ist es das auch nicht. Okay, wir kommen zum Kern dieses Kurses. Die Frage ist also, was führt dazu, dass es sich manchmal gut anfühlt und manchmal die Hölle ist und sogar nicht gut, also, ja. Und es gibt nur drei Dinge, die Sie da drin erfahren. Die Außenwelt, die durch Ihre Sinne hereinkommt. Ja, okay. Es gibt da draußen eine ganze Welt, oder? Und die kommt rein und sie dringt durch, richtig? Es kommt nicht alles rein, nur der Teil von Ihnen kommt rein. Glauben Sie mir, es gibt noch viel mehr, aber was sich vor Ihnen befindet, kommt durch Ihre Augen, Ohren, Nase, Geschmack oder Haut herein, durch Ihre Sinneswahrnehmung, okay? Und dann ist es entweder eine schöne Erfahrung oder es ist keine schöne Erfahrung. Damit müssen wir uns also befassen, ja? Meine Erfahrung, hier drin zu sein, beinhaltet, dass ich bewusst bin und wessen ich mir bewusst bin. Okay, ich bin der Tatsache bewusst, dass die Außenwelt hereinkommt und ich sie erlebe. Aber das ist noch nicht alles, was Sie erleben. Vielleicht wünschten Sie es manchmal, es wäre so, ja. Sie haben auch, wie heißen Sie nochmal? Oh ja, Gedanken, die hier drin sind und nicht durch Ihre Sinne kommen, stimmt's? Richtig oder falsch? Haben Sie das auch, ja? Sind Sie also auch bei Ihnen drin und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das mag, ich verstehe nicht einmal, warum ich das getan habe, wohin geht sie? Sie wollte doch hierher kommen, was soll das? Ja, Ihre Sinne nehmen wahr, dass diese Person zu jemand anderem geht. Ja, das ist, was durch die Sinne hereinkommt. Alles andere kommt nicht durch die Sinne herein. Oh mein Gott, ich dachte, sie mag mich. Oh Gott, das fühlt sich jetzt so schrecklich an. Oder, oh, schau, sie wird ihm sagen, dass sie mit ihm zusammen sein will. Ich bin so aufgeregt. Ah, was ist das? Das bin ich. Nein, das sind sie nicht. Das haben wir schon durchgekaut. Ja, ich habe ihnen viel zugemutet, um ihnen zu beweisen, dass sie es nicht sind. Das sind Gedanken. Sie bemerken lediglich diese Gedanken. Ja, das ist etwas anderes. Sie merken, dass die Welt von außen hineinkommt und sie bemerken die Gedanken, die im Inneren erzeugt werden. Woher kommen sie? Wir werden das noch ausführlich diskutieren, damit Sie für den Rest Ihres Lebens nicht mehr fragen müssen, was dort vor sich geht, okay? Davon handeln ganze Module. Aber im Moment möchte ich nur sagen, dass es drei Dinge gibt, die Sie dort erfahren. Nummer eins, die Außenwelt, die hereinkommt. Nummer zwei, die Gedanken, die Ihren Geist erschaffen. Ja, Sie erfahren sie. Ist das alles? Die Welt kommt herein und der Verstand spricht darüber? Ja? Nein.
Es gibt diese anderen Dinge. Wie heißen sie noch gleich? Gefühle. Ja, es gibt Gefühle, die plötzlich aufkommen, oder? Ich fühle mich ängstlich. Der Verstand kann sagen, ich habe Angst. Wenn ihr Verstand sagen würde, ich habe Angst und sie hätten aber keine, wen würde das interessieren? Ja, man fühlt Angst, oder? Es ist ein Gefühl. Gedanken sind keine Gefühle, oder? Ja? Okay. Es sei denn, sie sind Hellseher. Ja, ich fühlte, er würde kommen. Aber sonst sagen sie, ich glaube, er wird kommen. Ja, es ist ein Denkvorgang, richtig? Aber man sagt, ich fühle mich ängstlich. Ich fühlte Liebe. Ich fühlte mehr Liebe als jemand zuvor. Wie gefällt Ihnen das, wenn das Gefühl der Liebe in Ihnen aufkommt? Mann, das finden Sie doch toll, oder? Wenn aber Gefühle von Angst, Unsicherheit, Verlegenheit und Schuld in mir auftauchen, ja, das mag ich das nicht, ja? Das ist nicht schön, oder? In dieser ersten Session haben wir schon einiges erreicht, oder? Wir haben bewiesen, dass Sie da drin sind. Ja, hallo, Sie sind da drin. Immer, wenn Sie nicht mehr weiter wissen, stellen Sie sich vor den Spiegel und sagen, hallo, bist du da drin? Okay. Winken Sie sich zu und merken, ja, ich sehe jemanden winken. Wer bin ich, der das sieht? Es heißt, sich am Ort des Bewusstseins zu zentrieren. Jetzt stellt sich die Frage, worüber sind Sie sich eigentlich bewusst? Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass von draußen eine Welt hereinkommt. Mir ist bewusst, dass der Geist eine Unmenge Gedanken erzeugt. Das sind sie ja, all diese Gedanken werden erschaffen. Und ich bin mir bewusst, dass mein Herz, von dort kommen ihre Emotionen, mein Herz Gefühle ausdrückt. Es erzeugt Gefühle. Und sie sind wie Blasen, die aufsteigen und mich treffen. Ja, und ich fühle und sehe sie. Das sind nicht meine Gedanken. Meine Gedanken können über die Gefühle sprechen, ja. Aber manchmal kommt ein Gefühl hoch und ich fühle es. Und mein Verstand sagt, warum fühle ich das jetzt gerade? Ist das, weil sie das getan hat? Nein, das kann doch nicht sein. Und hier denken sie über ein Gefühl nach also. Ist das nicht toll? Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Ja? Das ist die Arena, in der das Bewusstsein das Spiel des Lebens spielt. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere jetzt unbedingt diesen Kanal. Denn schon bald findest du hier den nächsten Beitrag von einem deiner Top-Mentoren.